Wir werden nicht verlieren. Das gebe ich mal mit. Und dann gucken wir mal, was wir hinkriegen. Schauen wir mal, ob wir das alles so packen, wie wir es wollen. Ich lasse mal die Spieler gleich mal warm laufen, dass da alles passt. 45 Minuten rum. 0:0 der Spielstand. Und ich sehe schon, wir haben hier mal eine 5 bei Kiyotake. Na, mit ihm, ja, läuft's oder läuft's eben nicht. Also Kiyotake, ganz, ganz wichtiger Mann bei uns. Deswegen motiviere ich ihn jetzt hier auch mal nur und kritisiere ihn nicht. Chandler, super Spiel. Nilsson, gutes Spiel. Bogatetz nochmal motivieren. Einen Esswein motiviere ich auch nochmal. Der Assistent gibt die Massagen oder vergibt die Massagen. Und dann würde ich sagen, gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes, Freunde. So, Girona mit guten Chancen. Wir greifen ein. Ich bringe Ginczek für Drimmitsch. Ich bringe Mendler für Mack. Pinola darf rein für Plattenhardt. Luschek für Esswein. So, Vierfachwechsel. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Für uns. Jawohl, 1-0 Pinola. Dann macht Pinola die Bude. Ich werde bekloppt. Ravi Pinola mit dem Tor. So, jetzt darf Ildis nochmal ran für Stark. Und ein Davanli darf auch nochmal rein für Nilsson. Rakowski wird geschont. Und dann gucken wir mal. Und es bleibt, nee, es wird zum 2:0 sogar noch. Hiroshi Kiyotake, also mit einer Vorlage und mit einem Tor. Pino mit dem anderen, mit der anderen Bude. Und Mendler mit der anderen Vorlage. Also sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Erstes Testspiel, so sieht's aus. Und wir holen gleich mal einen Sieg. Wunderbar. Bei uns der beste Mann, Javi Pinola mit dem Tor. Mendler mit einer Vorlage kommt auf eine 3. Ginczek eine 4. Luschek noch eine 4. Na, Kiyotake wäre eigentlich für mich der Mann des Tages, oder? Gut, er hat eine ganz schwache erste Halbzeit gehabt anscheinend. Zumindest jetzt laut der Sofortberechnung. Von dem her gut, ne? Aber hat das Spiel dann noch umgebogen. Also war vielleicht ganz gut, dass wir ihn motiviert haben und nicht kritisiert. Jetzt gucken wir mal rein. Girona mit einer Chance, wie mit 4, wie mit 58% Ballbesitz. Also der Sieg geht dann letztendlich auch in Ordnung. Und es ist ein richtig guter Start, muss man sagen. Auch wenn es jetzt nicht der stärkste Gegner ist, ne? Klar. Aber ist trotzdem ein guter Start. Letztendlich jetzt halt hier rein in dieses Let's Play. Sieht ganz gut aus. Okay, gehen wir gleich ein Stückchen weiter. Chandler-Spieler des Spiels steht jetzt hier. Pinola ist der beste Spieler und Chandler ist der Spieler des Spiels. Komisch. Aber geht gleich mal die Form hoch. So muss es sein. So muss es sein. Auch ein ganz, ganz starker Spieler bei uns, ne? Klar. Wird auch seine 34 Spiele machen im Normalfall. Okay, neues Angebot. Franz, 975.000 bieten sie. Würde ich sagen, kommen wir auf 1 Million entgegen. Einigen wir uns. Und dann würde das passen. Die 25.000, die sollten es ja normalerweise noch rüberrutschen können. Oder? Hoffe ich. Jawohl, angenommen. Ich wollte schon sagen, die haben jetzt hier abgebrochen. Das wäre wieder was gewesen. Da ist ein 4-Sterne-Talent. Krass. Krass. Ja, der wäre doch was. Der wäre doch was. Gucken wir mal. Fabian Scheer. 3,8 Mille. Ist schon ein Haufen Geld, ne? Adili auf Transferliste. Ablöse für Franz angenommen. Ergota abgeschlossen. Stufe 10. 2,1 Mille. Wäre auch so ein geiler Spieler noch. Neuer Jugendspieler. Heise. Nehme ich mal an, aber das müssen wir dann nochmal ein bisschen ausdeichseln. Pinola mit einem Formanstieg. Sehr schön. Großes Lob. Wunderbar. Okay, ist er glücklich. Er gewinnt 3 Moralpunkte. Hoffe ich, dass ich da gelesen habe, oder? Gucken wir mal schnell. Ich glaube, ich habe verliert gelesen. Nee, normalerweise nicht. Normalerweise nicht, nee. Okay, dann habe ich mich Gott sei Dank verlesen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir quatschen auch so nochmal ein bisschen mit den Jungs, dass das vorangeht alles. Können wir nicht mehr. Wir haben schon mit allen zu viel gequatscht. Balic, können wir reden? Mussten wir Verantwortung übernehmen. Oh, versucht sich mehr reinzuhängen. Das ist geil. Das hatten wir ja bisher noch nicht so oft. Chandler, nee, will nicht. Schäfer. Mehr Verantwortung noch. Jawohl, sehr schön. Vollner, körperlich stärker werden. Aber hat andere Defizite. Ihr merkt, ich mache jetzt irgendwas mal. Packard, ne, brauchen wir erst mal nicht. Das schonen wir das Ding. Kann sich Sprache, kümmere dich um Stepinski. Ist zuversichtlich, sehr schön. Luschek, mehr Verantwortung. Muss es andere geben. Und Ildis, herzlich willkommen. Sehr schön. Wunderbar. 130 Punkte. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Passt doch schon mal. So, eine neue Nachricht, die gehen wir noch schnell an. Mannschaftsführung findet großen Anklang. Es ist schön zu sehen, dass wir alle gleich behandelt werden. Natürlich. Schlappi macht alles super. Okay. Pinola, 15er Form. Der muss jetzt rein für Plattenhardt, ne? Klar. Werden wir auch spielen lassen.
Während wir hier nochmal reingehen, nochmal Golf spielen lassen. Und hier unseren Stefan Effenberg haben. Bade und Schlappine, da können wir auch noch ein neues Bild machen, ne, für die eigentlich mal. Glücklich wie am ersten Tag. Gut, es ist auch erst der 7. Tag, ne? Von dem her. Aber gut, okay. Haben wir das alles, dann gehen wir nochmal ein kleines Stückchen weiter. Gucken mal gegen Ahedo, Dela, irgendwas. Gegen, da unten stand es jetzt noch. Werden wir spielen jetzt erstmal hier. Franz muss sich entscheiden zwischen den Managern Badeschlappen und Patrick. Hofmann wurde heute eine Einigung über den Wechsel von Franz zu den Young Boys Bern erzielt. Die Händedruck erfolgte nach nur 2 Verhandlungsrunden. Manager Hofmann kündigte an, nun umgehend auch mit dem Spieler sprechen zu wollen, ob der neue Verein für Mike Franz eine Verbesserung darstellt, kann jedoch durchaus bezweifelt werden. Ich bleibe da erstmal ganz ruhig, noch habe ich mit niemandem gesprochen und ich werde sicher jeden Schritt sorgfältig abwägen, blieb dieser zunächst entspannt. Okay, werden wir mal gucken, was er sagt. Contento wird von den Bayern an den HSV verliehen, auch interessant. Können wir uns auch nochmal umgucken, so ein bisschen in der Bundesliga an sich, was da so passiert. Aber jetzt machen wir erstmal das Spiel gegen Ade Aedo de las Pueblas, bla 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 bla. Der Dörfer. Aedo, weiß ich nicht, was Aedo heißt, aber Pueblo ist, glaube ich, das Dorf. 232er Stärke, ich denke, das sollten wir packen. Nationales Prestige 1, international 0. Aber klar, die spielen irgendwo ganz unten. Sprich, da sollten wir auf jeden Fall den Sieg holen. Wir werden mal ein bisschen durchtauschen. Wie gesagt, ein Pinola hat sich's verdient, von Beginn an ran zu dürfen mit seiner 15er Form. Schäfer im Tor, nur eine 9er Form, ist fast ein bisschen wenig. Ginczek mal vorne rein für Drimmitsch. Stipinski nehme ich mal mit. Franz darf mal. Ne, Franz, den haben wir jetzt verkauft, den brauchen wir eigentlich nicht mehr bringen. Wen bringen wir denn noch? Luschek kann ich mal für Esswein bringen. Mendler für Mack von Beginn an. Da Bandi mal für Pogatetz. So, und dann nehmen wir noch einen Timo Gippert mal mit für Mack. Und wen haben wir noch? Franz? Nee, Balic. Balic für... Der darf mal spielen für Hasebe. Und Ildes darf mal für Stark ran. So, ein bisschen was verändert. Trotzdem noch eine Stärke von 771. Das sollten wir packen. Aber zunächst noch ein paar Nachrichten. Und da haben wir es jetzt nämlich Scouting abgeschlossen. Jonathan Ta. Er wäre so geil. Ich würde sagen, wir probieren es. Allerdings werde ich jetzt noch keine Transfervorbereitungen machen. Das probiere ich dann bei Shea. Wir werden jetzt nur... Ach, wir können nur ein Leihangebot machen. Probieren wir mal. Kaufoption gibt es anscheinend keine. Okay, gibt's keine. Aber wir können ja immer noch was bieten, ne? Ist halt die Frage, ob sich das, sage ich mal, auch rentiert. Hm. 250.000. Ich würde sagen, wir machen hier mal... Was ist der Wert? 1,5. Machen wir mal hier 125.000, oder? Eigentlich können wir noch ein bisschen... Komm, wir machen mal... Wir machen 100.000, Gehaltsübernahme 100%. Für die zweite Mannschaft. Wahrscheinlich ist es zu wenig. Komm, ich mache jetzt mal 125. Okay. Oliver Kreuzer hat ihr Angebot für Teils vorliegen, bittet sich allerdings etwas Bedenkzeit aus. Na, die darf er haben. Okay, so, Shea. Der wäre jetzt ganz wichtig, dass wir den kriegen. Frage ist nur, ob er will. Vertrag, Transfervorbereitungen. Er ist auf unserer... ich will ihn in meinem Team haben, sagen wir gleich. Kaufangebot. Hat bereits gewechselt, wo kommt der denn her? Ach, wir sind ja wieder ein Jahr falsch. Aber der ist doch nicht erst gewechselt. Der ist doch noch da, das müsste doch klappen eigentlich. Leihangebot, will ihn nicht abgeben, aber wieso klappt das nicht? Ist erst gewechselt, okay, das klappt nicht. Spielertausch geht auch nicht. Shit, okay, dann müssen wir da uns auf jeden Fall nochmal um einen neuen umgucken. Oder nach einem neuen umgucken. Eieiei. Mist. Das klappt nicht. Schade. Okay. Dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal gucken. Okay. Dann schauen wir mal den Scout-Bericht noch von Rgota an. Seine langen Bälle leiten oft gefährliche Spielzüge ein. Ein Kandidat für Elfmeter, junges Talent, das sich noch sehr gut entwickeln könnte. Überdurchschnittliche Schusskraft, sehr variabel einsetzbar. Talent, Einschätzung über das Potenzial ist begrenzt.
Scheithauer hat das gemacht auch noch, ne? Scheithauer ist ja eigentlich unser bester Scout. Wieso ist das Talent begrenzt bei ihm? Ist er so schlecht? Ist er so schlecht? Wahnsinn. Okay, dann müssen wir mal gucken. Da, wen haben wir denn hier? Ramaljo. Zur Leihe von Bilbao. Auch ein gutes Talent. Blöd, dass jetzt Cher nicht kommt. Was hätte er denn da gesagt? Durchschnittlich. Okay. Potenzieller Top-Spieler. Ach Gott. Mögliche Konflikte minus 5. Okay, warum? Warum denn? Er lauffaul, starker Antritt, kann nur auf einer Position spielen. Haben wir das jetzt da schon probiert? Nee, ja, haben wir schon gemacht. Gut. Wäre geil, ne? Wäre richtig geil. So, wir weisen jetzt denen mal Aufgaben zu. Und zwar, Spieler... Nee, ein allgemeines Scouting, so heißt's. Deutschland... Oder? Ja, doch, das ist es schon. Nationalität ist mir eigentlich egal, aber wir können... Nee, ist mir egal. Lassen wir mal weg. Liga aus der... Bundesliga? Ist auch egal. Geschätzte Stärke. So, das soll er mindestens eine 68 haben, sagen wir mal. Bis eine, ja, 75 höchstens. Alter mindestens 18, höchstens 30. Machen wir mal 20 bis 30. 18 ist egal. Größe ist auch egal. Position, Innenverteidiger, Spielweise ist eigentlich auch erstmal Wurst. Permanent beobachten, nur realistische Transfers. Ab der Fisch. Wie lange braucht er noch? 6 Tage, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und er hier kann mal... was kann er denn mal machen? Er kann vielleicht nochmal nach Talenten gucken. So machen wir es auch. Und zwar eine Mannschaft beobachten. Jetzt passt mal auf, jetzt sind wir schlau. Und zwar wählen wir da aus Deutschland die... Kann man nicht Nationalmannschaft? Geht nicht. Okay. Oder ginge das nicht? Das ging doch irgendwie mal. Aber gut, machen wir mal aus der Bundesliga von den Bayern die A und B. Von Leverkusen noch die A und B. Von Dortmund können wir es ruhig auch mal machen. Von Schalke noch. So. Wir hatten noch eine gute Jugendarbeit. Wer hat denn noch eine gute Jugendarbeit? Wen können wir doch noch denn da noch nehmen? Gucken wir mal noch schnell rein in die zweite Liga. Wer könnte denn da noch... Wen können wir da denn noch holen? Machen wir mal Köln noch mit rein, was die so haben. 1860 ist auch immer nicht schlecht. Okay. Bielefeld mache ich auch mal noch. A und B. Okay. Lassen wir das mal so permanent beobachten. Machen hier mal okay. Und dann würde ich fast sagen, dann können wir eigentlich mal reinschauen in die U-Mannschaften. Fangen wir mal ruhig mit der U15 an. Die müssen wir doch eigentlich scouten können, ne? Komisch. Haben wir von irgendjemandem schon ein bisschen hier Ahnung? Max Meyer, Schalke. Arnold, der wäre auch geil. Draxler, Alter, Can, Geis. Und Ginter wäre auch interessant, aber viel zu viel wert, ja. 7,6 Mille. Wen haben die denn dann noch? Dominik Heinz von Lautern. 18 Jahre jung. U21. Rüdiger Knoche. Rüdiger wäre auch geil. Wäre auch was. 3,9 Millionen. Okay. Parker, Lasogga haben wir schon alle trainieren dürfen. Volland. Boah, Volland. Wäre das geil. Wäre das geil. Hofmann, Leitner, Clemens. Korb. Ter Stegen, Leno. Platten hat auch mit dabei. Gucken mal. Einen haben wir. 2 mit Holm hier noch. Ja, 2 Jugendspieler, die in der Nationalmannschaft sind. Ist, denke ich, mal ganz gut. Ist, denke ich, echt mal ganz gut. Was haben wir denn noch zum Auswählen vielleicht mal? Verein. Das sind die Freundschaftsspiele, Jugendteams, Jugendcamps. Oh, hat noch keine 1. Vielleicht, das startet dann anscheinend immer bei 0. Mitarbeiter. Durchschnittslevel 62.
Ja, sind wir gar nicht so schlecht, ne? Wolfsburg besser wie die Bayern. Krass. Krass, krass, okay. Stadien, Zuschauer, was ist Zuschauer 2? Oder zweiten, oder wie? Mitglieder, das sind wir eher schlecht, ne? Das sind wir eher schlecht. Fanbasis sind wir dagegen wieder um einiges besser wieder. Knapp hinter Frankfurt, ganz, ganz knapp. Gastgeber, internationale Endspiele, Benfica, Lissabon und Juve. Okay, aber ich will mich jetzt da auch nicht zu lange aufhalten, Mensch. Komm, wir machen noch schnell die Nachrichten. Kaderanalyse beendet, die gucken wir uns nochmal natürlich schnell an. Im Sturm haben wir ein Problem. Linksverteidigerposition haben wir laut ihm hier, laut dem Co-Trainer auch ein Problem. Ohne Perspektive Franz, der wechselt. Großes Potenzial Stipinski, Drimmitsch und Mendler. Vertragsverlängerung Eswein, Mendler, Plattenhardt. Okay. Also ihr merkt, ein Offensiv-Allrounder wäre nicht schlecht, aber eigentlich fände ich noch einer für die Innenverteidigung wäre wichtig. Okay, gucken wir mal. Linksverteidiger finde ich nicht, ne? Plattenhardt und Pinola sind gut. Das passt eigentlich. Das passt mir eigentlich. Okay, kein Verein an Balic interessiert. Gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht. Müssen wir noch ein bisschen weiter runtergehen. Vertrag. Transferstatus ändern. 1,2. Spieler anbieten. Hoffenheim. Will den keiner? Den muss doch jemand wollen. Zweite auch niemand. Gibt's doch gar nicht so viel. Kostet er doch jetzt auch wieder nicht für das, was er dann letztendlich an Stärkepunkten hat, ne? Sicherlich ist er schon alt. Gar keine Frage, aber trotzdem. Okay, Packard. Aber das ist schon zu wenig. 2,1 ist der eigentlich wert. Den müssen wir eigentlich schon... Also 1,4 sollte schon drin sein, ne? Gucken wir mal. Aber da ist auf dem Markt anscheinend momentan nichts los. Da, upsala, da braucht keiner einen Stürmer, ne? Okay, lassen wir die mal weg. Angebot für Jonathan Tah liegt vor. Okay, erste Mannschaft haben wir soweit aufgestellt. Dann gehen wir rein, machen das Spielchen, bevor ich jetzt noch weiter rumquatsch. Sofortberechnung, wie gesagt, das soll ein lockerer Sieg werden normalerweise. Also da darf nichts anbrennen. Balic 1-0, sehr schön. Wunderbar, Ginczek, zweites Kiyotake schon wieder mit einer Vorlage. Also mit ihm fällt und wie sagt man? Steigt und fällt? Nee, ihr wisst, was ich meine. Also mit ihm geht's bergauf oder bergab. Das ist echt brutal. Also ihn müssen wir richtig in Form kriegen. Dann läuft's auch beim Club. So, Ildes motivieren, vorne Ginczek loben, macht ein gutes Spiel. Da auch nochmal Rest macht der Assistent. Halbzeitansprachen, lasst uns genauso weitermachen, dann passt das. Taktik, das brauchen wir alles nicht, da können wir mal die Spieler aufwärmen. So, 60. 3-0 übrigens und dann wechseln wir mal. Stepinski darf mal rein. Platte bleibt mal außen. Gebhardt für Mendler, Bogatetz für Nilsson. Stark darf noch rein. Jetzt machen wir die Jungs, die zwei Jungen da, die da hinten was reißen hoffentlich, beziehungsweise eben nichts zulassen. Bisher auch noch ohne Gegentor. Gut, sind erst ein paar Minuten gespielt, ne, insgesamt. Jetzt haben wir es 3-1 bekommen, jetzt hat sich Chandler verletzt. Kann Plattenhardt links, rechts ran. Gucken wir mal, wer da noch so ran darf. Chandler, Pinola, ja, dann müssen wir halt tauschen, ne. Dann müssen wir halt, na, so tauschen. Was hat's denn jetzt kurz gehangen? Ich weiß es nicht. Nur noch 3-1, 4-1 Stepinski nochmal und Schlusspfiff. Okay, ist in Ordnung, dass eine Gegentor heute jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ne? Schäfer hat auch eine 5, also das scheint ein krasser Bock von ihm gewesen zu sein. Schäfer noch nicht so richtig drin in der Saison, muss man wirklich sagen. Ich weiß aber nicht warum, also kommt da anscheinend nicht so richtig gut rein, unser Captain. Bester Mann Balic mit dem Tor, Kiyotake in der Vorlage, Luschek 3 Vorlagen, leck mich fett. Mendler ein Tor, Ginczek ein Tor. Und Stepinski hat die Chance auch genutzt, einen guten Eindruck hinterlassen, ne, mit der Bude. Ist nicht schlecht. So, wir gucken mal rein, was passiert ist. Die Bayern verleihen Contento an Hamburg. Sebastian Eriksson von Cagliari Calcio zu Espanyol. Und Paduin von Juve zu Udinese. Wir machen mal hier noch nach Talent sortieren. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Cohen zu Basel, das haben wir gesagt. Die werden auch alle verliehen hier. Sehr schön, dass wir da ein bisschen den Kader verkleinern. Ne? Sowohl erste als auch zweite. Zu groß ist dann auch nicht gut. Nicht Spaß. Da denken wir jetzt nicht dran. Ne, zu groß ist dann der Kader auch nicht gut. Von dem her passt das schon ganz gut so. Und dann kriegen wir das ganz gut hin. So, jetzt gucken wir mal. Autosave wird durchgeführt. Wieso auch immer so lang. Und dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Möglichkeiten kriegen, Spieler zu verkaufen. Beziehungsweise auch jetzt in erster Hinsicht mal auch einzukaufen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen in die... Bisschen reinkommen. Hier ein bisschen Gas geben. Aber wieso der jetzt so lange lädt, ich weiß es nicht.
Können wir eigentlich mal abbrechen. Der kommt irgendwie auch nicht so richtig voran. Anscheinend ist hier ein bisschen was gespeichert worden, so wie mir das aussieht. Wir können auch mal nochmal eben speichern. Wenn wir dürfen. Wir dürfen nicht. Jetzt dürfen wir. Ach, ist das lieb. So, und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier noch die letzten Dinge angehen. Also Franz wechselt zu den Young Boys Bern. Das ist schon mal richtig geil und richtig gut, denn damit kommt schon mal eine Million mehr in die Kassen. Das ist schön. So, jetzt leckt es hier komplett, oder wie? Jetzt leckt es hier komplett. Wieso auch immer. Okay, meine Lieben. Nee, dann muss ich ein kleines Päuschen mal einlegen. Mal gucken, was da wieder hapert, wo es nicht stimmt. Und wir sehen uns dann, ja, gleich wieder. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!